heute der Tag der Sonntagsfahrer wie mich. Ziellos losfahren, ab Richtung Odenwald vor meiner Haustür. Das ist immer eine gute Wahl. Durch den Viernheimer Wald über Hüttenfeld, Hemsbach zur Bergstraße nach Bensheim. Warum nicht mal an ein sehenswertes Plätzchen, das Felsenmeer in Lautertal bei Reichenbach. Dieses entstand vor Millionen Jahren durch Vulkanaktivitäten, aber es ranken sich darum viele Märchen und Sagen um Riesen und die Drachen der Nibelungen. Ein Rinnsal durchzieht den Flecken und man munkelt, es sei der Ort in der Nibelungensaga, wo Hagen den Drachentöter Siegfried an der verwundbaren Stelle mit dem Speer traf. Deshalb hieß das ehemalige Gasthaus in der Nähe zur Siegfriedsquelle. Die Zeit nutzen und das nächste Ziel war gar nicht weit weg. Um den Raupenstein mit seinen 545 Metern und dem Buchberg mit 535 Höhenmetern bin ich bald im Burgstädtchen Lindenfeld. Die kleine Fußgängerzone und der Marktplatz sind Zeugen eines ehemalig aufstrebenden Örtchens. Heute in der Corona-Zeit ist der Drachen verblasst und die Gastlichkeit nicht leicht zu finden. Alles geschlossen. Die Burgruine thront über dem schönen Örtchen und wird auch diese Zeit überdauern. Auch die Hingucker vor dem Haus und im Fenster die Autosammlung wären für einige Besucher mehr dankbar. Der Bäckerladen mit den Riesentorten auch zu. Auf dem Kirschplatz vor dem alten Wehrturm die Schirme des italienischen Eiscafés. Ein Lichtblick und das beste Eis in Lindenfeld. Eile mit Weile über die Nibelungenstraße zur Tromm, an Waldmischelbach vorbei, Richtung Neckartal. Dann am Straßenrand ein Hinweispfeil, Straßburg, da muss man mal schauen. Es ist aber nur ein Ortsteil von Oberschönmattenwag, also Schimmel die Woog, ein Industriegebiet. Kurze Zeit später die neue Überraschung. Hinter Oberschönmattenwag bin ich angekommen in Korsika. Ein Sportgelände mit Anglerteich und Gaststätte, aber heute auch geschlossen.
das Tal weiter abwärts hinunter zum Neckar nach Hirschhorn. Von dort zurück über Schönau, Wilhelmsfeld, wieder in heimatliche Gefilde. Aber dann nochmals abbiegen nach Firnheim. Heute gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen im Vogelpark beim Frauenchor. Ein besonderer Tagesausklang unter Freunden.